Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Metro Exodus. Wir sind jetzt gerade hier drüben durch diesen Gang durchgekommen und müssen jetzt gucken, dass wir hier irgendwie überleben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wir haben nämlich... Okay, es geht. Wir können ein bisschen Munition herstellen. Wir haben noch... Keine Ahnung, kann ich nicht ausrechnen. 83 Schuss für das Sturmgewehr. Wir haben 0 Schuss für diesen komischen Revolver-Dings, was ich mitgenommen habe, weil ich dachte, es wäre eine Schrotflinte. Und wir haben noch 120 Schuss für das TH-Gewehr. Wobei das im Endeffekt auch gar nicht so viel ist. So. Da oben ist eine Kiste. Metalldetektor schlägt auf jeden Fall an. Das ist gut, dass wir den mitgenommen haben, denn wir brauchen Loot. Wir brauchen am besten unendlich viel Loot. Das Piepen ist zwar hier und da auch manchmal ein bisschen nervig. Aber ich kann halt wirklich alles gebrauchen, was hier rumfliegt. Ich glaube, hier geht es weiter und unter uns müsste noch Loot sein. Oder nicht? Ich kann diesen Metalldetektor nicht so ganz orten. Aha, der war's. Ich hoffe, ich finde noch ausreichend Stuff jetzt. Okay, das Ding feuert hart. Verbraucht aber auch, glaube ich, mehr Schuss auf einmal, kann das sein? Hatte ich nicht eben noch 120 Schuss? Oh shit! Ja, wobei geht. Geht. Auf jeden Fall macht es gut tot, würde ich mal behaupten. Monster habe ich gesehen. Da nach unten geht es da auch noch. Ja, verschwinde. Ich habe nämlich gar keine Munition, um euch alle zu töten. Deswegen muss ich hier höchst vorsichtig sein. Metro 2034. Safe, sehr gut.
glaube, hier müsste noch was über mir sein. Aha. Hier noch eine fette Kiste. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier geht es weiter. Das bedeutet, wir müssen noch einmal nach hier unten. Oh Gott, wo geht's denn jetzt weiter? Gibt's doch nicht. Da ist noch eine Kiste. Noch nie so viele Munitionsprobleme gehabt wie jetzt. Aber es gibt ja auf jeden Fall gut Stuff. Mir ist übrigens auch aufgefallen, so in den letzten Parts, ich meine, ich habe jetzt auch schon eine gewisse Zeit nicht gespielt, vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass irgendwie vielleicht nochmal ein Update kam oder so. Aber ich habe das Gefühl, das Game ruckelt weniger bei mir. Kann aber auch einfach daran liegen, dass wir jetzt hier die ganze Zeit in so geschlossenen Arealen sind und nicht mehr in diesem Open World Bereich. Oh shit. Hier bricht alles zusammen. Mein Gott, ist die Waffe krank. Oh. Nein, was möchte ich denn jetzt plötzlich? Okay, muss man das Licht erhöhen. Oh Junge, Junge, Junge. Okay. Ich glaube, die Waffen sind erstmal wieder fit. Muss ich mich hier mal ein bisschen umgucken. Hier ist natürlich so ein Ding. Muss ich zufälligerweise tatsächlich hier runter? Ich mach's einfach mal. Ich muss hier wieder hochkommen. Aber den Loot hier unten kann ich mir nicht entgehen lassen.
Vor allem haufenweise Chemikalien, die auch teilweise gar nicht so unwichtig sind. Alleine für das Waffenputzen an der Werkbank. Irgendwie piept hier immer noch was. Okay, ja, hier hinter sind natürlich noch Sachen. Dann benutzen wir dann mal das Rad hier. Hä? Wo muss ich das gedrückt halten? Ja. Ist auch eine anspruchsvolle Aufgabe, die Taste gedrückt zu halten. Okay, da komme ich nirgendwo ran. Hier ist eine Kiste. Ich möchte so wenig Kämpfe wie möglich haben. Und wenn ich welche habe, möchte ich die gerne mit so wenig Munitionsverlust wie möglich bestehen. Dass ich schießen muss, ist klar. Komplett ohne zu schießen komme ich durch die Kämpfe nämlich auch nicht durch. Das wird nicht. Echt jetzt? Dann wollen wir die spaßige Bootsfahrt mal antreten hier. Achso, warte, kann ich hier nochmal. Besser. Wichtig, dass ich sowas mitnehme. Echt jetzt. Haben wir aber auch ein Glück, dass hier drin plötzlich einfach mal so ein Boot steht in der Metro. Ich hab's. Und weiter. Was gibt's für einen Grund, warum die so abhauen? Wie die sich halt auch einfach die Tunnel durch so Betonwände durchgegraben haben. What the hell war das? Ich möchte auf jeden Fall nicht, dass es mich angreift, also wird's erledigt. Oh, und die geben auch Chemikalien, ne? Es ist gar nicht so schlimm, die zu killen. Natürlich, sie geben mir immer noch keine Munition.
Mann, ey. Und hier ist dieses Viech lang geschwommen und hier ist irgendwie kein Ende, ne? Oh, Junge. Was bist du? Kann ich das vielleicht gebrauchen? Das ist dieser MP, ne? Ich glaube, die macht mehr Sinn als der Revolver. So leid es mir auch für den Revolver tut. Was? Ich habe jetzt eine Filterzeit von 3 Minuten? Ne, 29. Ich habe 3 Minuten eingesammelt. Okay. So, und jetzt wird es, glaube ich, eklig, hier wieder zurückzugehen. Ach, das ist gar keine MP, das ist wirklich die Schrotflinte. Ganz unwohles Gefühl dabei, hier lang zu gehen gerade. Okay, Bruder muss los. Muss aber mal richtig los. Nein. Nein, Kollege. Paddel jetzt einfach davon, ist mir jetzt völlig egal. Da oben werde ich nicht rankommen. Ein Schuss gespart mindestens. Ich wette, ich muss dieses schleimige Wurmding gleich noch bekämpfen. 100%ig. Der ganze Tunnel hier sieht aus, als wäre ich im Inneren eines Wurms. Auch bitte mich nicht anspucken hier. Gott, das wird alles nicht besser. Hier sind immer mehr davon. Oh fuck, die Viecher machen tatsächlich Damage damit. Atemmaske. Ist schon soweit. Ja, ist es. Oh Junge. Oh Junge. Ja, das sind sogar mehrere. Okay. Wir haben ein Problem. Ein massives. Thank you.
tu einfach so, als wäre das nie passiert. Wir haben ein bisschen Munition dafür verschwendet. Sieht man eigentlich irgendwo, wie viele Chemikalien ich habe? Fünf, sehr gut. Ich wette, ich muss trotzdem diese mindestens einen von diesen Wurmviechern noch down kriegen. Kannst du keinem erklären, was ich gerade gemacht habe. Uncool. Was ist das hier auch alles? Das ist ja abartig widerlich. Manchmal gehe nicht rückwärts, wollte ich anmerken, ne? Manchmal bewege ich mich hier ein bisschen von alleine, als wenn der Boden so rutschig ist. Und manchmal kann ich auch nicht mehr anvisieren. Ich muss noch einmal kurz zurück. Oh, kann ich nicht mehr? Oh Gott. Schränke looten. Was auch immer ich gerade eingesammelt habe, aber das war gefühlt ein ganzer Rucksack voll. Trauen sich noch nicht.
Kann mir keiner was anderes erzählen. Der Boden ist hier rutschig und das soll auch so sein. Fühlt sich nur leider ultra kacke an. Noch mehr Stuff. Ich werde hier gerade ein bisschen, aber mit Stuff vollgebombt. Das ist, einerseits ist das sehr gut, weil wir das brauchen. Andererseits, ich habe das eine Viech erledigt. Andererseits finde ich das gar nicht so geil. Weil so richtig viel Loot und so zu kriegen, deutet auch immer viel auf große Kämpfe hin. Ich habe das eine Viech gekillt. Ja, moin. Ich kann hier tatsächlich durch. Was ist denn für eine Höhle hier? Vielleicht so auch einigermaßen effektiv. Sag mir nicht, dass es hier weitergehen soll. Safe soll es hier weitergehen. Ich hätte in die Richtung noch gucken müssen. Oh Mann, 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 Mann. Das Ding ist weg. Oh, eine Werkbank. Junge. Nice. Das heißt, an einer Werkbank machen wir gleich mal auf jeden Fall ein neues Medkit. Munition. Haben wir 180. Nein, das brauchen wir nicht. Hier. Schrot. Die hier wieder auf 120 aufstocken. Granaten bauen. Waffen umrüsten. Auf jeden Fall putzen. Ansonsten war die hier, glaube ich, ganz gut soweit. Hier, die habe ich ja so gefunden. Da sollte ich vielleicht noch mal ein bisschen dran rumschustern. Nachtsichtzieloptik. Was ist denn das Reflexvisier? Müsste man mal testen. Und hier den Superlader, klar. So, hier. Maske einmal instand setzen. Möchte ich einmal gucken. Ah, das ist schon nicht verkehrt. Ach so, und ich wollte noch einmal Filter vollbauen. Zwar nicht viel, aber vielleicht ist jede Minute hilfreich. Aber wir haben sehr viel Material wieder. Das ist schon mal sehr gut. Wow, hier lagen Filter. Hier liegen noch mehr Filter. Ich hätte mir so sparen können, das zu bauen gerade. Alter, schrei doch nicht so. Noch mehr Filter. Nächster Hebel. Wir kriegen ein neues Boot.
Okay, es ist wieder einer down. Sind aber immer noch nicht alle. Es gibt noch viel mehr von diesen schleimigen Viechern. Genau das meine ich und genau das gefällt mir nicht. Bin einfach ganz leise und tu so, als wäre ich nicht hier. Einfach weiterfahren. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. 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 Scheiß jetzt mal auf dieses Ding. Ich muss hier raus. Was ist denn nun los hier? Warum bin ich denn fast tot? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich habe die Maske auf. Was soll dieser rote Rand da oben an meinem Bildschirm? Was hat das da zu suchen? Yo. Jetzt geht's aber richtig ab. Artyom, Artyom, na los, wach auf. Was zum Henker war das? Leiden wir jetzt an Halluzination? Ich hoffe nicht. Aber ob wir das tun oder nicht, sehen wir im nächsten Part von Metro Exodus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, danke fürs Zusehen und tschüss.